Ja, hallo und herzlich willkommen bei PR Slot Racing. Und in diesem Video geht es resultierend aus dem letzten Video bezüglich der Motordrehzahlmessung um den Bau eines kleinen Motorprüfstandes. Pierre bastelt! Bei meiner ersten Methode hatte ich ja den Motor extern ausgebaut und hier aufgeklebt und habe dann auf eine Riemenscheibe schwarze Pappe geklebt. Vielleicht war der Durchmesser da etwas zu klein und ich wollte auch dann irgendwie das berührungslose Drehzahlmessgerät irgendwie noch anders fixieren. Dennoch kamen wir so auf einige ganz gute Zahlen. Eine gewisse Tendenz der stärkeren und schwächeren Motoren ließ sich schon mal ablesen. Aber bevor wir dort in die nächste Runde ziehen, geht es erstmal darum, mögliche Fehlerquellen bei der ersten Messung vom letzten Mal irgendwie zu beseitigen. Zum Beispiel der Durchmesser der schwarzen Pappe wurde vergrößert, also einfach größer ausgeschnitten und auf die Riemenscheibe aufgeklebt. Und dann wollte ich ja, wie ich schon erwähnte, den berührungslosen Drehzahlmesser fest fixieren und auch so gewährleisten, dass jedes Mal die Motoren die gleiche Entfernung zu dem Messgerät haben. Als Basis dient mir wieder mal eine Holzleiste, dann von ein Stück abgeschnitten und als Erhöhung vorgesehen, weil der Motor ein bisschen höher sitzen muss, damit sich die Scheibe vorne, diese Pappe, auch frei drehen kann. Das Ganze dann einfach mit Holzleim befestigt, das Ganze schön festziehen, mit zwei Klammern trocknen lassen und dann auf zum nächsten Schritt. Wie zu sehen, ne, die Scheibe kann sich hier dann gut drehen. Dann suchen wir eine Position für das Messgerät. Ich möchte hier einen Abstand haben, exakt zwischen dem Gerät und der Scheibe von 10 cm. Dann natürlich noch Gedanken machen, wie wir uns hier eine Halterung bauen, dass der Motor auch fest drauf bleibt und nicht wegrutscht. Dazu auch die Vorgabe, dass ich dann das auch mit 124ern machen möchte. Der ist natürlich ein bisschen breiter, aber wenn man ihn auf die Seite kippt, ist der ungefähr nur noch so breit wie der 132er Motor. Also das sollte auch dann mit 124ern funktionieren. Und dann bauen wir jetzt mal so eine Halterung und dazu nehme ich wieder mein Polystyrol, schneide mir das zurecht. Ich möchte dann auch eine Frontplatte haben und da soll dann von oben durch eine Aussparung dann der Motor durchgesteckt werden, also kurz markieren, wo ist denn die Mitte und dann wird das auch mal ausgeschnitten. Und kleine Passprobe und wir sehen, aha, passt zwar, aber die Riemenscheibe ist doch zu dicht an dem Polystyrol dran, das heißt dann, das kann zu Reibung führen und dann das Ergebnis verfälschen, also müssen wir dann ein bisschen mehr wegschneiden. So schaut das dann aus, also die Aussparung in der Breite, wie der Durchmesser der Riemenscheibe ist, dass eben dort keine Reibungsverluste auftreten. Und wenn das dann alles soweit passt, dann können wir die Frontplatte schon mal mit Heißkleber verkleben. Der weitere Schritt ist dann die Motorhaltung zu bauen, also eine Art Verkofferung. Einfach mal auch wieder aus Polystyrol ausmessen, zurechtschneiden. Und reinkleben oder ankleben mit dem Heißkleber und am Ende möchte ich es halt noch unten Auflagefläche sowie links und rechts noch mit Moosgummi auskleiden und kleben, dass dann der Motor einfach reingesteckt werden kann und dort auch hoffentlich hält. Das sieht dann so aus, Moosgummi unten und an den Seiten verklebt. Jetzt machen wir nochmal eine kleine Haltprobe und ja, hält soweit schon mal gar nicht so schlecht. Im nächsten Schritt ermitteln wir mal die ordentliche, richtige Position für das Drehzahlmessgerät. Und wenn wir die haben, wird dieses Gerät ebenso eingekoffert, dass dieses Gerät halt seine Position hoffentlich auch beibehalten wird. Und wenn es mit der Höhe des Lasers noch nicht ganz so passt, dann einfach mal unterfüttern, entweder mit Polystyrol oder schauen, ob hier auch das Moosgummi ausreicht, was es gerade tut. Wunderbar, nehmen wir halt Moosgummi. Gesagt, getan. Was ich aber noch gemacht habe, ist hier die Deckplatte mit schwarzem Karton zu bekleben. Karton aus dem Grund, weil natürlich das Moosgummi wieder zu dick wäre und die Riemenscheibe dann wieder unter Umständen an der Frontplatte schleifen könnte. Deswegen also schwarzer Karton. Einfach aus dem Grund, damit auch dort keine irritierenden Reflexionen auftreten nach Möglichkeit. Dann können wir den Motor einfach einstecken. Dann habe ich unten das komplett mit Moosgummi verklebt, ausgekleidet und dann passt jetzt nach wie vor das Messgerät da herein und trifft auch den Messpunkt da, wo es treffen soll. Abschließend habe ich dann das ganze Gerät hier, den kleinen Prüfstand, noch entsprechend verkleidet. Das hat jetzt für die Funktion keinerlei Relevanz, reine optische Geschichte, ein paar Logos drauf und fertig ist hier mein kleiner Motorenprüfstand. Gut, dann wollen wir mal schauen, ob das auch alles so jetzt mit diesem Prüfstand funktioniert. Also wieder mal eine Art Praxistest. Der Praxistest. Der Praxistest. Der Praxistest. So, alles ist bereit. Wir schalten das Gerät mal ein. Der Motor sitzt auch schön fest. Also beginnt jetzt der Test.
Oha. Okay, das treibt den Motor irgendwie nach vorne raus. Das ist nicht so gut. Aber es gibt noch ein weiteres Thema. Und zwar schaut man jetzt hier auf das Messgerät. Das hat irgendwie auch Ambitionen auszuwandern. Aber die beiden wollen sich irgendwie treffen. Okay, das müssen wir irgendwie beheben. Gut, um den Drehzahlmesser zu bändigen, einfach mal einen Stopper davor gebaut, Schaumstoff aufgeklebt und somit kann der nicht mehr nach vorne auswandern. Natürlich gucken, dass man es nicht zu hoch klebt, dass der Laser noch ordentlich durchpasst. Bei dem Motor war es ein bisschen schwieriger. Ich konnte vorne jetzt hier keinen Blocker bauen oder irgendwas, weil das dann wieder mit der Riemenscheibe zu eng geworden wäre. Ja, die würde dann wieder schleifen. Also habe ich jetzt im hinteren Bereich links und rechts jeweils eine Schraube eingeschraubt. Über die Gewinde der Schrauben jeweils einen Schrumpfschlauch, weil ich möchte den Motor dann mit einem Gummiband befestigen oder einem Schnellgummi und eben verhindern, dass der aufgrund des scharfen Gewindes zu schnell reißt. Und mit dem Schnellgummi sieht dann so aus, von Schraube zu Schraube gezogen, ein Band und also doppelt gelegt und eine Schlaufe geht vorne unter dem Motor lang. Da ist dann, wo die Motorwelle rauskommt, noch so eine kleine Nase vom Gehäuse. Das liegt also nicht an der Motorwelle an, weil würde wieder Reibung entstehen, das wollen wir ja nicht. Und dann schauen wir jetzt doch mal, ob das Ganze jetzt hier etwas besser wird oder uns jetzt die ganze Show so um die Ohren fliegt. Also der nächste Anlauf und wir sehen, der Motor bleibt an Ort und Stelle, bockt erstmal ein bisschen auf, während er dreht, bleibt dann aber auch in der Position. Die Messung beeinträchtigt das nicht, also so kann man das künftig machen, denke ich. Und so kann es dann in die zweite Runde der Motorleistungsprüfung oder der Motordrehzahlmessung gehen. Wenn ihr auch das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal, das Glockensymbol anklicken, dann klappt das hoffentlich auch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Macht's gut, ciao, ciao.